So Leute, wenn ihr es noch nicht bei 100 anderen gesehen habt, wäre ich sehr froh, wenn ihr mit mir zusammen das hier erleben würdet. Burial Sea, Episode 2. Los geht's! Was bisher geschah? Ach, wahrscheinlich aus Burial Sea 1, nehme ich an. Sollen wir uns das angucken? Ach nee, wir machen sofort ein neues Spiel. Was bisher geschah, wissen wir ja. Also, los geht's! Nein, erst müssen wir noch die Schwierigkeit auswählen, okay. Schwer. Oh. Nee, ich glaube, was? In diesem Modus musst du das Spiel schaffen, ohne jemanden zu töten? Was? Okay. Nein, das ist definitiv nichts für mich. So, wir machen normal. Oder soll ich? Schwer. Nein, normal. So, weiter und. Möchtest du eine Zusammenfassung der Ereignisse in Bioshock sehen? Ach, wenn er jetzt schon so fragt, dann machen wir es eben. Naja, gehört ja dazu. Ach so, aus Bioshock 1. Previously on They told Bioshock. me, son, you were born to do great things. Oh. They were right. Das hätte ich euch auch erzählen können. War cool, dass sie sowas einbauen. And I aim to keep you alive. You think that's a child down there? She's a little sister now. Somebody went and turned a sweet baby girl into a monster. It's Ryan! Goddamn Andrew Ryan! Head to medical! Would you kindly get this? Would you kindly find that? Would you kindly find that home? Would you kindly find that? Would you kindly get this? Would you kindly head to Ryan's office and kill the son of a bitch? Did that airplane crash? Or was it hijacked? Bish! No Atlas, kid. The name's Frank Fontaine. I had you built! I sent you topside! I called you back, showed you what you was, what you was capable of! Even that life you thought you had, that was something I dreamed up. You saved them. You gave them the one thing that was stolen from them. A chance. Tja, wenn ihr es noch nicht kanntet, dann seid ihr jetzt für euer Leben gespoilert. Herzlichen Glückwunsch. Ich hätte vielleicht vorwarnen sollen, naja. Ah, okay. Ein sonniger Tag draußen in einem Café. Was könnte es Besseres geben? Ach nee, wir sind ja jetzt Elisabeth, dann muss ich ja... Ein sonniger Tag draußen in einem Café. Was könnte es Besseres geben? Konfiguration und Empfindlichkeit der Steuerung können über das Optionsmenü im Pausenmenü verändert werden. Ich habe schon alles eingestellt, keine Sorge. Du kannst den Schwierigkeitsgrad jederzeit im Optionsmenü ändern, falls du zu schlecht bist. Brauche ich nicht. No, you're not. But you're about to be. Okay, wir sehen hier das Ende von Episode 1. Burial at Sea, Bioshock Infinite. Episode 2, jetzt geht's los, jetzt geht's los, ja, juhu! Ja, ich freue mich. Nee, ich freue mich wirklich, das ist echt super. Ich bin etwas verspätet, ich weiß, aber... Besser jetzt als gar nicht. Oh, ein Croissant, oh, lecker, lecker, lecker. Yes? Quel est votre nom? Elizabeth. Scheiße. Oh, Elizabeth. Oh, no, no, I couldn't, I can't accept. Her damit! J'insiste. Oh, thank you. Ganz französisch, Betty. Bist du auch nicht gerade hübscher geworden? Willst du das Croissant nicht essen? Natürlich willst du das essen. Iss es! Meine Fresse. Comment ça va, Elisabeth? Bonjour! Also, das zahle ich fein nicht. Wenn ich es nicht esse, muss ich es auch nicht zahlen. Ganz einfach. Bonjour, mademoiselle. Ah, ich könnte jetzt auch gut schubsen. Haha, so verlockend. Quelle surprise. Mhm. Ich kann kein Französisch, ich habe Spanisch genommen. Ich kann nicht springen, das ist noch viel schlimmer. Comment ça va, Elisabeth? Schnauze! Niemand spricht mich an. Niemand spricht Bonjour, mich an! Bonjour, Monsieur Surratt. Bonjour, mademoiselle Elisabeth. Je manque d'inspiration aujourd'hui. Der Eiffelturm! Kein gutes Motiv, oder was? Bien, bonjour, mademoiselle. Bonjour, Elisabeth. Bon. Oh, warum kennt mich hier jeder? Bonjour, du Tresor. Je vais te croquer. Das Kind sieht geschändet aus.
Rette mich! Okay. Ching. Ja, sorry, es geht schon sehr niveauvoll los, ich weiß. Gehe ich hier überhaupt richtig? Achso, ich habe den Pfeil noch gar nicht. Ja, ich bin so unglaublich schnell. Oh mein Gott, ein Junge, der mit einem Baguette tanzt. Das ist voll rassistisch. Stereotypen! Überall! Bist du so fett oder ist das der Mantel? Ich tippe auf fett, du Fettsack. Alors, tu as parlé à la jolie petite américaine? Oh. Alors. 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 Ich mag deine Schnauze her. Ich mag deinen Blick nicht und deinen Hut auch nicht. Du bist einer dieser Standard-Charaktere. Hallo, du siehst genauso aus wie der Typ da hinten. Bonne journée. Ja, warum grüßen mich alle? Das ist echt zum Kotzen. Hallo, hallo, hallo. Et si tu venais boire un verre avec nous? Claude? Kierne! Je suis jalouse, ma petite! C'est pas interdit pour un homme de boire avec deux jolies filles! Aber ich bin schöner! Bitch! Tu m'as tellement manqué! Si je dois encore passer du temps loin de toi, je m'en remettrai pas! Der Bart erinnert mich an Leonardo DiCaprio. Viens jouer avec nous, Elisabeth! I'm sorry, Cosette. Next time, I promise! Dommage! Ein Clown! Wir müssen ihn töten! Clowns sind böse. Bien le bonjour, Elisabeth, mademoiselle. Jeder zur Hölle kennt mich, das ist echt Wahnsinn. Wenn ich in der Stadt spazieren gehe, dann schauen alle auf den Boden. Oh ja! Baguette in Frankreich, noch nie gesehen. Kann ich eins haben oder nicht? Nein, kann ich anscheinend nicht. Hundi! Es ist das erste Mal, dass ich ein lebendiges Tier in Bioshock sehe. Krass. C'est un secret qui prend la bouche pour oreille. Un instant d'un une communication ayant un goût de fleur. Oh, ist das langweilig. Geschwätz, alles Geschwätz. Mizi! Miss Mautz, Miss Mautz. Ich trau dir nicht, du siehst genauso aus wie die anderen da hinten. Mizi Mautz! Also mit den Charaktermodellen haben sie echt krass gespart. Man schaut euch die an, die saßen da vorne an dem Tisch. Und der hier steht sowieso überall. Ja, schön für dich. Schaut, diese Frau hier, die ist gleich zweimal da. Dreimal. Also da hätten sie sich echt ein bisschen mehr Mühe geben können, bei allem Respekt. Und ich glaube, diesen einen Jungen gibt es auch nur. Nur den. Wo zur Hölle muss ich lang? Ich komme nicht an dem gefährlichen Wachhund vorbei. Hauptsache, sie haben dieselben Mülltonnen wie in Amerika. Also die gleichen, tut mir leid. Ah. Ja, dann wären wir jetzt hier. Ja, da gibt's mehr ja keins. Wo muss ich hin? Da rein vielleicht. Hallo. Je peux vous vendre tous les livres que vous voulez et pour pas cher en plus. Do you have The Age of Innocence by Edith Wharton? Désolé ma petite, celui-là n'a pas encore été écrit. Haben die Feuchtgebiete? Ja, so viel dazu. Kann ich einen Stock klauen? Nein, natürlich nicht. Warum sollte ich auch Stöcke klauen können? Ja, Mann. Wahrscheinlich muss ich doch in die andere Richtung, aber habe ich wenigstens erkundet. Mit dieser wahnsinnigen Geschwindigkeit. Ah, ich breche aus. Die Geschwindigkeit war einfach zu hoch. Ja, Leute, da bin ich wieder. Lang ist's her. Bonjour, Elisabeth. Leute, wenn ihr nicht aufhört, mich anzusprechen, ich habe später Knarren und komme dann wieder hierher zurück. Und dann gibt's auf die Fresse. Auf die Fresse gibt's dann. Hallo. Bonjour. Hallo. Ich komme hier auch nicht weiter. Verdammt, ich will jetzt noch nicht schneiden müssen. Das ist echt peinlich. Ja, ich muss im Prolog schneiden. Finde ich gut. Nee, finde ich echt gut, komme ich da durch.
nein. Hey, hey, psst, psst, hey, psst, hey, hey, Mitzi, hey, hey, hey. Scheißkatze, mach das Tor auf! Tja, ich bin so gut, dass ich einfach nicht weiß, wo ich lang muss. Dann war doch der andere Weg richtig. Na gut, dann gehen wir eben zurück. Wow, das ist ja verdammt fantastisch spannend hier. Für den ersten Part. Aber der ist ja sowieso länger, schätze ich. Dafür könnt ihr den fetten Typen nochmal sehen. Ich hab Hunger. Komme ich auch nicht runter? Oder ich benutze die Bilder hier als Rampe. Nein, das geht nicht. Wir respektieren Kunst. Wie? Kunst! Bonjour! Ich dachte gerade schon, die Taube spricht mit mir. Die war vor allem pink. Wahrscheinlich war sie mal eine Taube, aber ich bin kein Biologe, ich kenne mich nicht aus. Wo muss ich lang? Danke! Nicht so gut, ich komme nicht weiter. Une baguette, mademoiselle? Ja, zur Hölle, aber du gibst mir ja keins. Ach so, ich Idiot. Oh, meine Fresse. Was mache ich eigentlich? Was kann ich eigentlich? Hallo? Was? Natürlich. Reiß ihm den Koffer, dann können wir ihn essen. Ich denke nicht. Das kommt nur in Disney-Filmen so vor. Gender! Sperrt die armen Piepmetze ein. Es ist ja noch besser, Menschen zu töten, als Piepmetze einzusperren. Grauenhaft. Grauenvoll. Erschreckend. Hey, den will ich haben. Natürlich, ich komme nicht vorbei. Ich komme nicht am Türsteher vorbei. Naja, das sind die berühmten Türsteher. Vor denen habe ich echt Respekt. Hey, Mädchen. Weißt du, wen du vor dir hast? Sally? Oh. What? Sally! Oh, ja, genau. Und die... Ja, oh. Ja, ich wollte gerade sagen, die ganzen Menschen sind wahrscheinlich jetzt tot. Aber sie sind einfach weg. Ja... Schön, ja, das ist die ganze schöne Atmosphäre von... Sally, wait! Der Kampf! Hm. Wait! Der Ballon! Haha, jetzt hängt der Baum fest. Hahaha. Ha, ha. Und ich rufe nicht die Feuerwehr. Hahaha. Ha, ha. Ha, ja. Verdammt. Sally, stop! Sie hat die Stimme einer Little Sister. Sally, where are you going? Kann nichts Gutes bedeuten. Haha, ja. Sally, hold on! Eieiei, ich ahne Schlimmes. Es ist echt nicht mehr schön hier. Stop, stop! Stop, stop, stop! Stop, 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 stop! Where did she go? Nur noch Raben hier. Der Ballon weiß es. Danke, Ballon. Booker DeWitt. Natürlich, Booker DeWitt. Investigations into matters, both public and private. Klingt nach einem vertrauenswürdigen Typen. Schauen wir mal rein. Der ist bestimmt... ja, ich erinnere mich. Wir haben sie ja ein bisschen angeheizt, aus dem Schacht rauszukommen. Achso. Hilfe? Ich sehe Scheiße. Boah, alter Schwede. Das war nicht cool. I didn't do anything. Shit. No, no, no. It wasn't my fault. Leave me alone. Can't you just leave me alone? I'm sorry. I'm sorry. I never should have left. I never should have left you there. Ich habe mich gerade echt erschrocken, als sie hinter mir stand.
Warum erschrecke ich mich in Bioshock Infinite? Das ist total... Da! Ich habe neulich ein bisschen Penumbra gespielt und da habe ich mich erschreckt. Aber in Infinite habe ich das nicht erwartet. Oh, Booker, du bist ja ganz schön grau. Und tot vor allem. Empty. Der arme Booker. Empty again. What are the odds? Die ist gar nicht geladen, bestimmt. What's the holdup? Just having a bit of a laugh, Atlas. This ain't a sporting event. Put a bullet in her. No need to torture the poor girl. We're not animals, you know. Right, all right. Let her go! Quiet down, dear. In a minute, all your problems will be over. Elizabeth, tell him you can get him back. Booker? Booker! Booker, say, what? I don't understand. How? Say... I can get you back to Rapture. What? Just say it. I can get you back to Rapture. Put the gun down. Now, what was that you said about Rapture? I can get you back to Rapture. And how you plan on doing that, sister? You some kind of magician? Suchong. What? Tell him Suchong. Suchong. And how do you know that slant-eyed wonder? You're his lab assistant. I'm his lab assistant. If it escaped your notice, Andrew Ryan sunk us 5,000 fathoms below his shining city. How does Suchong propose to get us back? That's between me. That's between me. And the slant. And the slant. But if I do this, the girl goes with me. Little sisters are worth their weight in gold. She's not up for negotiation. Last time I checked, back in the city they were making little sisters by the dozen. That's a right fairy tale you've dreamed up, sister. But if you're lying, we can just as well kill you tomorrow. Ah. Down here, we got nothing but time. In case I need to get hold of you. If you see Suchong, tell him... Atlas says he hasn't forgotten him. Das war natürlich jetzt unbedingt nötig. Geil, ey, wie geil, der Atlas. Atlas ist Atlas, ey, geil. Cool. Atlas ist cool. Elizabeth. Oh, hi, Booker. Come on, it's time to get moving. Booker? What? Over here, on the radio. Mm-hmm. You're not Booker. Well, of course I ain't. What have I gotten myself into? I didn't orphan that girl. I didn't kidnap her. But she made for some exceptional bait, didn't she? Ja, du bist nicht Booker, aber da ist dein Gesicht und dein Name bei dem Radio. Booker liegt da, er ist tot und er ist grau und ja, nimm den Kopf. Had to be done. Did it. Ich musste den Kopf nehmen. Everything that every version of me felt. All of that knowledge. I lost a pinky. But that version of me, she lost everything. In Comstock. That final Comstock, he thought he could avoid his guilt by coming here. You educated him proper. But then why am I back here? Huh? I don't remember opening a tear to come back. And who are you? Huh? I think you'll figure that out soon enough. Ja, das glaube ich nämlich auch. Verlasse die spielbaren Abteilung. Okay, also das zweite fängt genau da an, wo Episode 1 aufgehört hat. Das finde ich ganz cool. Und der Pilz versperrt mir den Weg. Das heißt, ich kann da gar nicht lang. Und hier auch nicht. Oh. Ups. Das war ich nicht. Das blinkt. Warum blinkt das? Über Trümmer klettern. Alles klar. Wir können etwas, das Booker schon seit Ewigkeiten nicht kann. Klettern. Und runter da. I was in Paris. I was happy. Now I'm here dealing with this Atlas, this psychopath. What was I thinking? I wasn't Paris any more than I am, Booker. Now I have to find this Suchong, and I don't even know who that is. Not yet, but you know he's the key, don't you? To what? You're asking me. Elizabeth, I ain't even here. Dann laber nicht so blöd, sondern hilf mir, Booker. Oder nicht Booker. Ja, Suchong ist ja natürlich ein ganz... Drücke N, um den Weg zu deinem aktuellen Ziel zu finden.
Auch ich nicht. Hat man ja am Anfang gesehen, dass ich das nicht brauche. Ja, Soo-Jong ist ja natürlich ein ganz hervorragender, netter Geselle, aber den werden wir wahrscheinlich noch kennenlernen. Schutt wegräumen. What are you? Huh? And how did you know exactly what to tell Atlas? Let me ask you a question. You feeling like yourself, Elizabeth? I feel strange and smaller. I can't see the doors. What's behind the doors? I can't see the future. I can't even see any tears. Tja, das Oh my god. Stay away from me. Booker. No. No. No, please. Please don't. I died here. I was killed by that. Stay away from me. Ouch. But then how am I here? How can I be dead in this world and yet... My finger. What am I? Huh? I don't understand. I... If we're going to end up in the same place, then it's a homage to the ride. Are you being cute? I've come round to your way of thinking. Have you? Yes. Jetzt geht das schon wieder los. Bother one often wishes that one had not. You're a fatalist. A physicist. A fatalist. So was Newton, especially when it came to apples falling from trees. They always contrive to land with a splat. She left the child to rot. Are you implying she's the apple? I'm implying that she did not fall far from the tree. And now she wants to go back. I need to go back. To fix what I broke. Back to where she has no right to be. Back to where she doesn't belong. Doesn't belong? Wait, what do you mean? Do you want to tell her brother, or shall I? Because I died. There are rules. Even for one such as you. She'll forget. All the doors. And what's behind all the doors. All closed to her now. She'll be just like the rest of us. Forgetting the past. The present. The future. I'd wager she won't even remember this conversation. We've arrived. Ah, doch. Oh. Ja, ich bin ja so froh, wieder mit euch zu fahren. Ja, ja, ja. Tschüss. You're trading omniscience and croissance for death and mildew. I left Sally to rot. For what? So I could punish Comstock? He was trying to help her, to save her, and I... If I don't make that right... We all have our crosses to bear. But there is a thin line between a martyr and a fool. Märtyrer und Narr? Ach ja, der altbekannte Leuchtturm. Yeah. Beast! The Lutesses warned me that if I came back here, I would collapse. Collapse? From a quantum superposition. Billion. To just me. Quantum what? I've changed, Booker. No tears, no cosmic knowledge. Just a normal girl. With a normal pinky. Das ist das Wichtigste. If I can't open tears, I'm never leaving here, am I? I'm never going back to Paris. You're just the fragments of my memory telling me what my future holds? Decided to come here, Elizabeth. You knew what that meant. Only option, as I see it, is to trust yourself. Find Soo-Jong. Aber ich will Soo-Jong nicht finden. Soo-Jong ist ein Blödmann, ein Blöder. Aber wir haben wohl keine Wahl. Ja, die fangen jetzt schon so früh mit dieser Gedankenspieler-Scheiße an. Da freue ich mich natürlich schon auf mehr. Durchaus. Maintenance. Hallo. Spiel der Handwerker. Finde Soo-Jong. Splicer. Auf bestimmten Oberflächen machst du mehr Lärm als auf anderen. Wasser und Glasscherben sind besonders laut. Oh, das ist neu.
cutting edge of a hero. Relationships. I think I'm gonna have to use this air grabber. It's gonna be messy. I don't know if. Well, a blow to the back of his head will serve just as well. Be a hell of a lot quieter too. And that's not what you would have done. I'm not Booker. Just because your father did something one way, doesn't mean you have to. Hey, Booker hat's drauf. Booker hat einen gescheiten Schnall drauf. Okay, also kein Wasser und keine Glasscheiben. Das ist ja wirklich voll Metal Gear. Er hat auch gerade irgendwelche Symbole drüber gehabt. Interessant. Konnte ich die jetzt irgendwie treffen oder? Wahrscheinlich nicht. Jeppa. Vorschule Ryan der Löwe. Warum gibt mir Atlas eigentlich das Ding? Und funkt mich dann nicht an. Schleich dich an einen Gegner an und drücke V, um ihn sofort K.O. zu schlagen. Sehr gerne! Well, he's not getting up anytime soon. And what with his head all attached to his body? From here on, it's only gonna get worse. And how much worse is up to you. Children, the clay. Das ist ein ganz schöner Pussyschlag. Nimm das! Zurück! Ich warne dich! Naja, solange es reicht. Okay, da bei der Tür. Was stand da? In Luftschacht steigen. Wieso? Wieso sollte ich? Okay, da. Keep it down, Elizabeth. Ja, psch. Ich bin ganz leise. Don't expect coddling from me. Heya! Und tschüss. Now, let's get his lockpick. Gehen wir ja damit. So. Was wir damit machen können, wissen wir ja. Oh, ein Basketball. Basketball spielen. Juhu! Bam! Oder auch nicht. Geisterball. Nichts zu holen, kann ich da rein? Ich kann in die Luftschächte steigen. Obwohl ich keine Little Sister bin, das ist echt krass. Das konnte man bisher noch nie. Coole Sache. Oh, Schokoriegel. Bonbons. Chips. Was man nicht alles so findet im Lüftungsschacht. Ja, und hier geht's nicht weiter. Schande. Na gut, dann wieder hinaus. Aber ich freue mich, dass es schon mal neue Elemente gibt. Das ist ja schon mal sehr löblich. So, laufen kann ich jetzt auch. Wunderbar. Wunderbar. So, dann knacken wir die Scheiße mal. Learn how to pick locks. Wie man Schlösser knackt. Lockpicking can be easy. With the right tools and know-how. Use your lockpick to probe a pin. A neutral pin will open the door. A blue pin will open the door and knock free a noisemaker. A red pin will open the door, but also sound an alarm. Oh. Das heißt, das ist nicht mehr so einfach wie... Simple enough. Just a six-pin tumbler. Früher. But there's an alarm. That could come in handy, though. Drücke F, um einen neutralen Stift zu treffen und das Schloss zu öffnen. Ein roter Stift öffnet zwar das Schloss, löst aber auch einen Alarm aus. Schön. Ach so, okay. Na dann, okay. Lockpicking, Schloss geöffnet. Ich bin ja voll verletzt, sehe ich gerade. Hör damit. Um einen Erste-Hilfe-Kasten zu benutzen, drücke G. Die Zahl oben links zeigt dir an, wie viele Erste-Hilfe-Kästen du hast. Geil! Das heißt, es gibt wieder Erste-Hilfe-Kästen. Das ist ja cool. G. Wieso denn G? Das ist ja voll die dumme Taste. Naja, okay. Werde ich mich schon dran gewöhnen. Oder ich stelle sie um, aber... passt schon. Wir kommen schon damit zurecht. Früher war es immer auf Steuerung. Also, da habe ich es immer hingelegt. Aber da ist jetzt Kriechen. Also, ich kann Kriechen eigentlich wieder auf... Ach so, auf C ist auch Kriechen. Warum ist dann auf Steuerung auch Kriechen? Das ist ja total dämlich.
Verbandskasten, 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 da. Steuerung. Und, Sprinten. Nicht springen, sprinten. Rennen, okay. Umschalten, da passt das jetzt. Ja, Änderung speichern, bitteschön. Okay, perfekt. Das ist schon viel besser.